Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren! Gott sei Dank ist die Nabelschau zwischen Herrn Merz und dem Bundeskanzler vorbei. Sie haben damit eindeutig gezeigt, dass Ihnen die Ernsthaftigkeit fehlt für die Lage, in der sich unser Land befindet. Deutschland steuert in den schwersten Sturm seit Bestehen der Bundesrepublik. Millionen Existenzen stehen auf dem Spiel. Zahllosen Bürgern droht die Verarmung, der mittelständischen Wirtschaft der Zusammenbruch, den Staatsfinanzen dauerhafte Zerrüttung. Und auf der Brücke des Staatsschiffs steht der Kapitän der Titanic, will von Eisbergen nichts wissen und beschwichtigt die Leute mit hohlen Durchsagen. Das haben wir ja gerade gehört. Mit so einer Besatzung kann die Reise nur im Desaster enden. Ein Bundeskanzler, der in einen Steuer- und Finanzskandal verwickelt ist und sich an nichts erinnern kann. Ein Wirtschaftsminister, der die Bürger schröpft, um Lobbyisten und Energiekonzernen zu geben, aber von ökonomischen und technologischen Zusammenhängen überhaupt gar keine Ahnung hat und nicht mal weiß, was Insolvenzen sind, wie er es gestern Abend in der Talkshow ja von sich gegeben hat. Ein Finanzminister, der Schulden systematisch verschleiert. Eine Innenministerin, die auf dem linken Auge blind ist, beim Islamismus wegschaut und den Verfassungsschutz als etablierten Schutz missbraucht. Ein Justizminister, der willkürlich Grundrechte einschränkt. Ein von einem Virus besessener Gesundheitsminister, der laufend Wirres und Unsinniges von sich gibt. Eine Verteidigungsministerin, die mit militärischem Gerät offenbar nur dann etwas anfangen kann, wenn es zum Urlaubsvehikel taugt. Und schließlich eine grüne Außenministerin, die verspricht, an der Seite der Ukraine zu stehen, gleichgültig, wie hart und verheerend die Sanktionspolitik für die eigenen Bürger wird. Egal, was meine deutschen Wähler denken, das ist offenbar das Motto dieser Bundesregierung. Ihr Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, wird zum Meineid. Ideologische Fantasien und arrogantes Festhalten an Fehlentscheidungen sind Ihnen wichtiger. Ihr verbohrtes Festhalten am Abschalten der letzten Kernkraftwerke ist dafür der beste Beleg. Sie ruinieren dieses Land wirtschaftlich, um die irrationalen Dogmen der grünen Klientel und Lobbyisten zu bedienen. Sie haben allen Grund, einen heißen Herbst und Winter zu fürchten, denn die Bürger haben jedes Recht, Herr Merz, gegen eine solche Regierung und gegen eine solche Politik auf die Straße zu gehen. Natürlich haben Sie das Recht. Galoppierende Inflation, eine sterbende Währung und explodierende Energiepreise bedeuten für Millionen Bürger mehr als nur ein bisschen frieren, wie Ihnen gönnerhaft von oben mitgeteilt wird. Auch für Haushalte der Mittelschicht geht das an die Existenz. Sie können Ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Ihre Rücklagen, Renten und Versorgungsansprüche werden rasant entwertet. Ihnen droht Verarmung und Abhängigkeit von öffentlicher Fürsorge, die aber endlich ist, wie wir heute bereits sehen, in der Schröpfung der Steuerzahler bis in die Existenzvernichtung. Viele, die heute noch ihre Familien ernähren können, werden ihre Arbeit verlieren. Reihenweise stellen mittelständische Unternehmen bereits jetzt die Produktion ein, weil sie die Energierechnung nicht mehr stemmen können. Bäcker und Düngerfabriken, Porzellan- und Glashersteller, Gießereien und Aluminiumwerke. Inflation und Energiekrise zerstören den unternehmerischen Mittelstand und die bürgerliche Mittelschicht. Ihr Entlastungspaket hat für unseren Mittelstand und für unsere Mittelschicht nichts übrig. Sie versprechen Zuschüsse, die die arbeitende Bevölkerung selbst bezahlen muss. Sie verteilen Geld, das sie den Bürgern vorher mehrfach weggenommen haben, und stellen das als Wohltat dar. 60% der deutschen Haushalte müssen ihre gesamten Einkünfte nach Steuern für die Lebenshaltung einsetzen. Zum Sparen bleibt nichts mehr. Es ist eine Sparkassenstudie. Sie müssen nicht mit dem Kopf schütteln hier bei den Grünen, sondern Sie müssen einfach die Studien lesen. Dass Sie das nicht wollen, auch keine Ahnung davon haben, das beweisen Sie mit Ihrer Politik. Wenn das das grüne Wirtschaftswunder ist, das im Wahlkampf angekündigt wurde, dann danke für nichts.
und ihre scheinheiligen Appelle und Durchhalteparolen an die Bürger, sich einzuschränken, Opfer zu bringen und kalt zu duschen, Waschlappen zu benutzen für die Ukraine, für die Energiewende oder für ein Klima, das können Sie sich sparen, das wollen die Leute nicht hören. Um in dieser Krise zu bestehen, muss unser Land die Ursachen von Inflation und Energiekrise angehen. Davon habe ich von Ihnen nichts gehört in dieser Aussprache. Inflation und Energiepreise ziehen schon seit mehr als einem Jahr an. Beide Entwicklungen sind das direkte Resultat einer schlechten, jahrzehntelangen Politik. Die Energiekrise ist hausgemacht. Sie ist direkte Folge der Energiewende, die mit ihrem Abschaltwahn und horrenden Steuern und Abgaben Strom künstlich verknappt und verteuert hat und uns in eine einseitige Abhängigkeit von russischem Erdgas geführt hat. Das ist doch die Wahrheit. Die Grünen sollen doch nicht so tun. Es ist ihr angestrebtes Ziel, die Energiekosten in die Höhe zu treiben und damit die Nachfrage einzuschränken. Das Ziel haben sie jetzt ja damit erreicht. Die Inflation ist zudem das Resultat der maßlosen Geldschöpfungs- und Nullzinspolitik der EZB zur Finanzierung hochverschuldeter und aufgeblähter Staatshaushalte. 2,5 Jahre Lockdown-Politik und eine kopflose Sanktionspolitik als Reaktion auf den Ukraine-Krieg haben das Kartenhaus zum Einsturz gebracht. Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Nur Ihre Regierung will sie nicht sehen und die entsprechenden Maßnahmen nicht ergreifen. Erstens. Die Steuern müssen runter. Senkung der Energiesteuern, der Mehrwert- und der Einkommensteuer, Streichung der CO2-Abgabe und eine echte Streichung und Abschaffung des unsäglichen EEG. Zweitens. Die EZB muss in die Pflicht genommen werden, ihren Auftrag zu erfüllen und für stabiles Geld zu sorgen. Drittens. Die Staatsausgaben müssen auf das Wesentliche konzentriert werden. Innere und äußere Sicherheit. Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit und öffentlicher Ordnung. Schluss mit Ideologiepolitik, Klientelversorgung und Geldverteilen in alle Welt. Viertens. Illegale Migration und Einwanderung in die Sozialsysteme liegen schon wieder über dem Niveau von 2015. Aber sie öffnen die letzten Schleusen und senden neue Migrationssignale durch fast schon bedingungslose Einbürgerung. Fünftens. Das Energieangebot muss ausgeweitet werden. Wir müssen Energieerzeugung und Energieimporte entmoralisieren. Das heißt im Klartext, Schluss mit der Ressourcenvergeudung für Windkraft und Photovoltaik. Sie sind nicht krisenfest und nicht versorgungssicher. Windkraft trägt nur einen Bruchteil der installierten Leistung zur Versorgung bei, Kernkraft nahezu 100%. Sechstens. Normalisierung der Gasimporte aus Russland und, wenn erforderlich, Öffnung von Nord Stream 2. Ja, natürlich. Siebtens. Laufzeitverlängerung für die noch aktiven Kernkraftwerke, Reaktivierung der zuletzt stillgelegten und natürlich dem Bau neuer Kernkraftwerke. Wir brauchen die Kernkraft für eine saubere, sichere und bezahlbare Energie. Und schön, dass die CDU das jetzt auch allmählich zu begreifen scheint, Herr Merz, Ihrer Partei, die seit 16 Jahren nach der grün-roten Pfeife tanzt, haben wir diese Misere überhaupt erst zu verdanken. Die Energiewende ins Nichts ist Resultat Ihrer Politik und 16 Jahre Merkel. Und die Fortsetzung der Energiewende und der Missbrauch der Krise, um sie noch zu forcieren, münden im sicheren Ruin. Die Bürger dieses Landes, die arbeitende Bevölkerung und der Mittelstand, die Industrie, brauchen Freiheit und Luft zum Atmen und nicht immer neue Vorschriften und Gängeleien. Und schon gar nicht brauchen sie auch noch in dieser Lage, das muss man sich mal vorstellen, ein neues Infektionsschutzgesetz. In den meisten Ländern wird das Coronavirus bereits wie ein saisonales Grippevirus behandelt. Ohne Maßnahmen, Chaos, Maskenzwang und Impfnötigung. Das Gesetz, das Sie morgen zur Abstimmung stellen wollen, macht den Ausnahmezustand zur Dauereinrichtung und die Grundrechtseinschränkung zum Regelfall. Schämen Sie sich! Und es ist ein Armutszeugnis für die FDP, dass sie sich dafür hergibt. Da nützt auch ein Kubik hier nichts.
Und aber vielleicht, und das ist so meine Vermutung, wollen Sie ja jetzt schon eine Handhabe sich sichern, um Demonstrationen gegen Ihre Politik durch die Hintertüre des Infektionsschutzes zu verbieten. Frau Faeser lässt ja gar keine Gelegenheit aus, um regierungskritische Demonstrationen in die Rechtsradikalismus-Ecke zu stellen. Was für eine Bankrotterklärung für diese Regierung, welche die Demonstrations- und Meinungsfreiheit mit Füßen tritt. Beenden Sie die deutsche Geisterfahrt in der Corona-Energie- und Migrationspolitik. Kommen Sie zurück auf den Boden der Tatsache. Korrigieren Sie Ihre falsche Politik. Statt immer neue Fehlentscheidungen zu treffen, ja, das steht Ihnen gut zu Gesicht. Der Spott der Grünen, merken Sie sich das. Die Leute werden sich das merken, wie Sie hier reagieren, wie dieses Land hier geradewegs an die Wand fährt durch Ihre Politik. Und wenn Sie nicht willens oder fähig sind, Ihren Kurs zu ändern, dann treten Sie bitte ab, denn das wäre das beste Entlastungspaket für unser Land. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Britta Hasselmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erstmal möchte ich mich bedanken, Frau Präsidentin, für unsere Gedenkstunde hier und Ihre Worte für Michail Gorbatschow. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es war wichtig und notwendig, dieses Signal an diesem Tag auch zu senden und damit die Parlamentsdebatte zu eröffnen. Und, meine Damen und Herren, ja, wir streiten und wir ringen heute im Parlament zwischen den demokratischen Kräften über die Frage, was sind die richtigen Maßnahmen, was sind die Lösungen, sehen die einen Versäumnisse und die anderen sehen, wir tun was. Aber eins eint uns an diesem Morgen, dass nämlich klar ist, dass wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen gegen die Rattenfänger von rechts. Und wenn es eines Beweises bedurft hätte, dann der Beitrag von Alice Weidel und das Video, das gerade durch Social Media läuft. Da wünscht sich nämlich ein Teil der Fraktion der AfD, dass es noch härter kommt, dass es noch schlimmer wird, dass die Krise sich manifestiert, damit Sie als AfD mit Ihren Lügen, Ihrer Propaganda und Ihrer Menschenfeindlichkeit eine Chance für das Anwachsen der AfD sehen. Und, meine Damen und Herren, egal wo Herr Merz, Herr Scholz oder Britta Hasselmann stehen, das werden die demokratischen Kräfte im Land verhindern. Und darüber bin ich froh. Meine Damen und Herren, wir führen hier eine inhaltliche, sehr kontroverse Debatte in Krisenzeiten. Und Herr Merz, ich wünsche mir, dass ein Blick auf die Wirklichkeit, der ist zwingend notwendig, den sollten Sie sich auch stellen. Wer, meine Damen und Herren, hat uns in diese zementierte Abhängigkeit geführt? Ja, der Krieg Putins auf die Ukraine. Heute, nach 196 Tagen, ist die Situation für die Menschen so schrecklich, so dramatisch, so zerstörerisch, dass für uns feststehen muss, dass die Solidarität uneingeschränkt gilt. Unsere Unterstützung, humanitär, wirtschaftlich und auch mit Waffen, die sie dringend brauchen, dass wir die als Deutscher Bundestag garantieren. Und die Ukraine wissen, ihr seid nicht allein, wir lassen euch nicht im Stich. Das ist das Signal. Aber wer hat, und das ist die Krise, aus der viele andere Krisen erwachsen. Ich denke oft an das Leid, die Zerstörung für die Menschen in der Ukraine.
Aber wer hat uns in diese zementierte Abhängigkeit von Russland geführt? Von fossilen Energien? Das sagt doch gerade einer rot-grün. Ich glaube, ich spinne.